Und wir beginnen mit dem Verhalten von Ladung. Das findet man, wenn man hier draufklickt. Und man startet die Animation mit dem grün unterlegten Pfeil. Hier stehen sich jetzt zwei negative Ladungen gegenüber. Und wenn man die Animation startet, treiben zwei unsichtbare Kräfte diese Ladungen aufeinander, aber sie stoßen sich ab und berühren sich halt nicht. Klickt man jetzt nochmal hier drauf, haben wir zwei positive Ladungen, die sich gegeneinander gegenüberstehen. Und der Effekt ist der gleiche. Auch wenn sie aufeinander zugedrückt werden, sie stoßen sich wieder ab. Wenn wir jetzt nochmal auf den Pfeil klicken, haben wir eine positive und eine negative Ladung. Und wenn wir die jetzt aufeinander zudrücken, dann stoßen sie sich mal nicht ab. Und interessant wird's bei dem vierten Fall. Wir haben zwei positive Ladungen, wo wir jetzt erwarten, dass sie sich abstoßen. Aber wir führen jetzt einfach eine negative Ladung dazwischen. Und sie stoßen sich nicht mehr ab. Raus kommt man, indem man auf das rote Häuschen